herzlich willkommen in Venus World. Freut mich echt mega, dass ihr wieder bei mir gelandet seid. Heute, wie ihr sehen könnt, direkt aus der Zentrale, dieses Mal von einer anderen Ansicht. Ich hoffe, ihr feiert die Ansicht. Und heute gibt es den vierten Teil vom Live-Flohmarkt. Wir sind in Böblingen unterwegs. Es war ein kleinerer Flohmarkt. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden, aber lasst euch da gerne überraschen. Und ich werde natürlich wieder die Preise von den Dingen, wo für mich spannend sind, oben rechts einblenden. Falls euch die Aufnahmen gefallen haben, lasst dafür bitte, bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt genießt die Aufnahmen. Ja, nach interessanten Retro-Games schaue ich natürlich auch, wo ich selber auch mal anzocken kann und so. Ich bin da immer noch ein kleines bisschen Fan davon, immer mal wieder die älteren Spiele zu zocken. Deshalb aber bei dem Zustand einfach liegen lassen und einfach weiterlaufen. Entschuldigung? 1 Uhr. Drei für zwei? Bianca, Tau. 3 für 2. Chef oder Frau? Beide. Ja, wie ihr ja gerade eben an dem Stand gesehen habt, gab es ein paar Asterix und Lucky Luke Comics. Ich habe mich für die drei schönsten entschieden, der Rest war absolut schäbiger Zustand. Da ist einmal dabei Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt. Wird sich mein Kumpel Werner wieder freuen, weil die gehen direkt an meinen Kumpel. Dann haben wir einmal Asterix und Maestria. Also die waren noch die einzigen drei guten, wo in einem guten Zustand. Dann haben wir hier einmal Lucky Luke, die Postkutsche. Ja, die gehen wie gesagt direkt an meinen Kumpel Werner, der wird sich, denke ich mal, darüber recht freuen, weil und für 2 Euro kann man dafür überhaupt nichts sagen. Ich denke mal, so ein Stück eigentlich so 2, 3 Euro, von dem her echt ein Top-Einkauf. Möchtet ihr das für das Monopoly? Aber ich nicht. 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. 5 Euro. Von 3, 4, 5? Ja, also eine 3 halt. Egal. Also für 2 würde ich es riskieren. Nein, sie bleiben hier. Nein. Ich bin einfach. So, beim nächsten Stand habe ich dann ein älteres Monopoly gefunden. Ja, ist nicht im Traumzustand, aber wir zocken gerade immer auf dem Handy Monopoly. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm es mal im Originalzustand und auch eine ältere Version mit. Habe ich noch nicht daheim gehabt, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm es mit und für 2 Euro einfach No-Brainer, für mich einfach mitnehmen für 2 Euro. Ist wirklich auch komplett, sieht zwar nicht danach aus, aber es ist vollständig und von dem her echt auch ein mega cooler Fund. Okay. Ja, irgendwie haben mich die Bücher angesprochen und wie bei eBay zu sehen ist, sind die ja gar nicht so schlecht, aber ich hätte es eigentlich gern selber gelesen, aber bei 7 Bänder bin ich leider komplett raus, es ist mir zu much zum Lesen. Dankeschön. Jutta, warte, wo ist ein Paar?
Natürlich habe ich mir hier diese Comics auch angeguckt. Ich habe gehofft, da ist vielleicht was für einen Werner dabei, aber das sind sehr komische Comics gewesen, also noch nie gesehen, diese Art von Comics. Naja, ich habe sie liegen lassen, besser wahrscheinlich auch. Da muss man sich noch auskennen. Echt witzig, was es nicht alles für Comics gibt, aber schaut gleich selber, was das für ein crazy Comic ist. Alcoholics, noch nie gelesen, noch nie gesehen. Hab mir echt gedacht, das vielleicht auch Spaß mitzunehmen, aber naja, hab's dann doch liegen lassen. Was soll da ein Spiel kosten? Die Spiele? 3 Euro pro Spiel. 2 für 4? Machen wir 5er, komm. Machen wir 5er, bis mal 2,50. Lohnt sich immer wieder. Sieht gut in Schuss. 5er, okay? Warte mal. Checken, alles dabei. So, Kollege, ich nehme meinen Ventilator. Okay, alles gut. Ich bringe dir. Du weißt ja, wie. Das ist so. Und ja, ist ja, alles. Okay. Danke. Schöne Woche. Danke, Ihnen auch. Wir haben gut verkauft. Was? Kriegst du da 30, 50 Euro? Nee. Wie viel? 3,50. Vielleicht Gulasch. Gulasch, Suppe, Glühwein. Fünf haben wir gesagt. Fünf haben wir gesagt. Tüte, warte, ich gebe dir. Nee, passt, danke. Ich bin kein so Tütenfan. Okay, alles gut. Dann lasse ich sie nur irgendwo liegen nachher. Ja, kein Problem. So, ja, beim nächsten Stand gab es ein paar PS3-Spiele. Da habe ich einmal diese Street Fighter mitgenommen. Ist nicht der Mega-Schnapper, kostet auch bei eBay 2 Euro. Aber ich habe mir gedacht, ich habe Bock mal wieder auf ein Prügelspiel. Und von dem her habe ich es einfach mitgenommen. GTA 5 hat, oder GTA auf jeden Fall, hat mein Kumpel sich unter den Nagel gerissen. Es hat ihm noch in der Sammlung gefehlt. Von dem her war der Deal ganz okay. Das sind 2 Stifte. Was wollen Sie zahlen? Ja, Internetgebrauch gibt es hier noch für 15 Euro. 2 für 20. Ja, das ist... Da gibt es dann noch die Bücher dazu. Macht mal an. Da kann man sich in dem Buch einloggen hier. Ich glaube, mittlerweile gibt es da auch Brettspiele und so dazu. Ja, gibt's mittlerweile auch alles. Genau, und da kann man ja Spiele und alles machen. Ich glaube, das ist recht fair. Okay, das überlege ich mir nochmal. Alles klar. Oder was wollen Sie ausgeben? Ich kenne mich mit dem überhaupt. Ich hätte einen 10er für das und, ja, und das hier für 2, 3 halt. Ja, dann machen wir zusammen 13 Euro. Dass ich ein Blödsinn kaufe. Funktionieren auch beide. Ansonsten Batterie, Ladekabel dabei. Beschreibung. 12? Komm, 12. Alles klar. Leider auch nicht anders, obwohl. Und 8. Warte mal. Nee, kannst du. Gib ich mir das. Wunderbar. Ich danke. Ich hab zu danken. Ciao. Ciao. Ja, dass sich mein Hobby und mein Zimmer hier mit Schätzchen nicht von alleine füllt, ja, habe ich mir mal wieder was zum Refinanzieren mitgenommen.
Da habe ich mir so zwei Tiptoe-Stifte mitgenommen, also da sind zwei Stück drin. Bringen so 10 bis 15 Euro Stück, von dem her echt mega genial, freut mich. Dann habe ich hier noch dieses Entdecke den Bauernhof mitgenommen. Ja, bringt mir so 7 Euro oder so, von dem her echt mega Fund. Und jetzt genießt die weiteren Aufnahmen. Ja, das Battle Arena Toshiden 3 hätte ich natürlich auch gern genommen, aber in dem Zustand. Und dann war noch das falsche Spiel natürlich drin. Ja, habe ich es natürlich liegen lassen. Egal. So, das war's mit den Flohmarktaufnahmen Live-Vlog Nummer 4. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wenn ja, lasst dafür gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Venus World gönnt sich jetzt mal eine Auszeit. Wir fliegen am Freitag in die Türkei nach Alanya. Ich werde versuchen natürlich auch ein paar Videos direkt aus Alanya zu produzieren. Aber wird natürlich mit dem WLAN und so. Ich habe noch keine Ahnung, wie es da unten abläuft. Von dem her lasse ich mich selber überraschen. Kuss geht raus an euch und jetzt genießt noch den Mittwochabend. Ciao.